Von Lufthansa Flug 125 nach Nairobi. Das Flugzeug ist nun zum Einsteigen bereit. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest. Hallo Kinder! Bitte halten Sie Ihre Bordkarten bereit. Wir beginnen mit den Fluggästen, die mit Kindern reisen. Dies ist der letzte Aufruf für Lufthansa Flug 125 nach Nairobi. Wenn ich einfach bis mit dem Flugzeug was zu essen kriegen. Glaubst du nicht, dass das Essen da besser ist? 24 Mark für zwei miese kleine Wurstbrote. Danke, Schatz. Und hör auf zu maulen, ja? Ich weiß, ich bin völlig verrückt, aber ich liebe das Essen auf Flughäfen und den Flugzeugen. Ich fliege nach Italien. Venedig. Waren Sie da schon mal? Och, da müssen Sie unbedingt mal hin. Es ist so romantisch. Ich meine, ich verlaufe mich da zwar dauernd, aber ich könnte mir schlimmere Orte vorstellen, an denen man sich verläuft. Wissen Sie, eigentlich hatte ich früher immer Angst vorm Fliegen. Also wie Sie diese riesigen Dinger da in der Luft halten, das wäre völlig schleierhaft. Aber jetzt lehne ich mich einfach entspannt zurück, weil ich weiß, dass mein Schutzengel mich sicher nach Hause bringt. Sie glauben nicht an Schutzengel? Na ja, sollten Sie aber vielleicht. Die glauben nämlich an Sie. Geht's vielleicht hier irgendwann mal weiter? Nur mal nicht einschlafen hier, ja? Wurde aber auch Zeit. Jetzt müssen wir nur noch schnell genug essen. Ich hätte gerne eine Telefonnummer hier in Mannheim, vom Kaufhaus am Wasserturm. Ja, ich weiß, dass Sie zuhören, aber ich brauche Sie trotzdem, wegen der Sonderangebote nach Weihnachten. 552.
Ich habe es aufgeschrieben. Sie haben sicherlich die Weihnachtsschicht abbekommen. Da wird Ihre Familie ganz traurig sein. Ich hoffe sehr, dass Sie zur Bescherung wieder... Ja, Sie haben sicherlich eine Menge Anrufe heute. Ich wünsche Ihnen auch schöne Weihnachten. Ich hätte gerne eine Karte. Können Sie nicht lesen? Es ist Heiligabend, da gibt es keine Abendvorstellung. Und Sie etwa auch ins Kino? Ja. Mann, Leute. Habt ihr denn kein Zuhause? Das ist aber kein Grund, so unfreundlich zu werden. Vor allem der Dame gegenüber. Tut mir leid, trotzdem. Schöne Weihnachten noch. Schöne Weihnachten. Papa, Papa, ist der Carrera Wagen? Du kriegst eine Puppe. Du Idiot. Hallo. Hallo. Meine Herren, das ist vielleicht ein Idiot. Ja, schade um den Film. Schon mal gesehen im Fernsehen. Ja, aber soll ich nicht im Kino? Das ist schon nochmal was anderes. Also ich möchte mich ja nicht aufdrängen, aber ich heiße Eddie. Ja, dann nichts für ungut. Dann will ich mal nicht weiter stören. Sagen Sie mal, sprechen Sie eigentlich immer bildfremde Frauen an? Nee, normalerweise eigentlich nicht. Kann ich nicht behaupten. Nee, eigentlich überhaupt nie. Um die Wahrheit zu sagen, so viele Leute laufen ja Heiligabend nicht gerade rum. Und ich könnte mir schon was Schöneres vorstellen als so alleine. Also, ich kam mir schon ziemlich blöd vor, vorhin an der Kinokasse. Also, ich muss jetzt langsam mal nach Hause gehen. Ja, aber ist doch noch ziemlich früh. Haben Sie nicht Hunger? Wollen wir nicht was essen? Ich habe einen Riesenhunger, ich habe einen Bärenhunger. Aber... Hat doch alles zu jetzt. Lass mich noch machen. Ich habe einen super guten Freund, da gibt's super leckeres Essen. Kommen Sie mit. Haben Sie eigentlich einen Namen? Ja, wo wollen wir sitzen? Küche hat zu. Ach komm schon, Horst, so kenne ich dich ja gar nicht. Ich bin's, Eddie, dein bester Kunde. Küche hat zu, Eddie. Jetzt sei mal nicht so, wir haben Heiligabend, machen uns schon ein paar Bratwürstchen in die Pfanne. Ich glaub, die Küche hat zu. Ja, immer mit seinen Witzen. Komm schon raus, ich lege ein bisschen was drauf. Kartoffelsalat dazu, ein bisschen Petersilie drüber. Ja, wo wollen wir sitzen?
Also echt eine super Kneipe, meine absolute Lieblingskneipe. Die haben das beste Fassbier in der Stadt. Dosenbier kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Uah! Und vor allen Dingen super Aussicht auf den Hafen. Hm. Alles okay? Noch ein Wasser? Ah, danke, Horst. Und was machen Sie eigentlich so? Machen? Na, ich meine so als Arbeit. Ach so, am Flughafen. Echt? Ist ja irre. So richtig als Stewardess? Kassiererin an der Snackbar. Das ist ja praktisch fast dasselbe. Das ist bestimmt irre aufregend. Die ganzen Reisegeschichten, ist doch spannend. Meistens beschweren die sich übers Essen. Ja. 5 Minuten. Bisschen Kumpel, Horst. Ja. Dann hauen wir mal einen Schlag rein, oder? Die Bratwurst fand ich richtig lecker, sie auch. Ich wusste gar nicht, dass ich so schnell essen kann. Ich glaube, Ihr Freund war ziemlich verärgert. Horst? Ach nee, der ist ein richtig guter Kumpel. Der hat immer ein bisschen schlechte Laune. Ich bin ja oft da nach der Arbeit. Wo arbeiten Sie nochmal? Ich arbeite für die Stadt. In der Verwaltung? Nee, Verwaltung wäre mir zu langweilig. Nee, ich bin Busfahrer. Oh, interessant. Ja, ist ja genau meine Strecke hier. Immer am Hafen entlang, an großen Schiffen vorbei so. Also ich habe noch nie einen Busfahrer kennengelernt. Nee, wirklich nicht. Das ist ein richtig klasse Beruf. Man lernt viele Leute kennen, man ist viel unterwegs. War immer schon mein absoluter Traumberuf. Früher war ich nämlich Müllmann, müssen Sie wissen. Ich meine, ist auch keine schlechte Arbeit. Man hilft die Stadt schön sauber halten, verdient auch nicht schlecht. Aber mein großer Traum war immer Busfahrer, schon als kleiner Junge. Ich wollte immer Busfahrer werden, immer. Ja, und dann irgendwann zu Neujahr, genau, habe ich gesagt, so, Eddie, jetzt ist Schluss mit der Träumerei, jetzt werden Nägel mit Köpfen gemacht. Und das genau das ist das Tolle an Neujahr. Man kann das ganze alte Zeug vom letzten Jahr über Bord werfen und was ganz Neues anfangen. Wissen Sie, was ich meine? Also wenn Sie mich fragen, ich finde, man muss aus seinem Leben immer das Beste machen. Zum Beispiel dieses letzte Jahr, da habe ich gesagt, ich muss eher was für meine Bildung tun. Ja? Ich muss ein bisschen mehr lesen. Also ich habe gelesen wie ein Wahnsinn. Ich habe ein Buch nach dem anderen gelesen, sogar von diesem russischen Schriftsteller, dieser Dostojewski, genau, von dem habe ich ganz viel gelesen. Und das ist total irre, was der schreibt, vor allen Dingen, wenn man kapiert, was da steht. Und einen Satz habe ich mir gemerkt, Moment. Der heißt, wenn ich schon nicht besser bin als die anderen, dann bin ich zumindest größer. Nein, anders. Wenn ich nicht besser bin, dann bin ich zumindest anders. Ja, genau. Ist auch viel schöner so. Sie sind richtig gebildet. Aber wusste ich sofort, ich habe sie gesehen und ich habe mir irgendwie gedacht, sie sind gebildet. Wusste ich. Ich muss langsam mal nach Hause. Ja, komme ich noch ein Stückchen mit? Das ist aber richtig nett hier. Geht so. Haben Sie sowas hier schon mal gesehen? Habe ich vorhin am Hafen gefunden. Die schimmert so ein bisschen grünlich. Dann kann man bei dem Licht jetzt nicht so sehen. Aber das bringt dann Glück. Ja, die Gerlinen. Danke. Dann nicht für, ich habe zu danken. Das war das schönste Heiligabend, an das ich mich überhaupt hier erinnern kann. Wirklich? Ich dachte, das sei nichts Besonderes gewesen. Die richtig schönen Dinge im Leben, das ist auch nicht so großes Besonderes. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Vielleicht sieht man sie ja mal wieder. Ja, Sie können den Anschluss Ende nächster Woche abstellen. Ich werde das Telefon nicht brauchen. Ich bin nach Neujahr nicht mehr da. Ja, ganz sicher. Danke. Nächster Halt, Schmiedestraße. Fröhliche Weihnachten allerseits. Herrlicher Tag heute, hä?
Vorsicht beim Aussteigen, bitte. Fröhliche Weihnachten. Was machen Sie denn da? Ach, ich mache hier immer nur die Busse so ein bisschen sauber. Ich habe Sie aber noch nie gesehen. Ja, ich komme auch normalerweise immer zur Schicht vom Karl-Heinz, also vom Herrn Wunderlich. Aber weil heute ist ja Weihnachten und... Hier, den Schlüssel habe ich vom Herrn Wunderlich. Es ist alles abgesprochen. Na, meinetwegen. Aber vielleicht sollten Sie sich dann noch mal langsam an die Arbeit machen. Ja. Und wenigstens einen Blödsinn veranstalten. Ja. Trotzdem. Fröhliche Weihnachten. Ja. Was machst du hier? Ich warne dich. Wenn ich dich noch einmal in ihrer Nähe erwische, dann kriegst du es mit der Polizei zu tun. Hast du mich verstanden? Tina! Komm bitte sofort rein, es regnet doch! Hallo, habe ich mir gedacht, dass ich Sie hier treffe. Oh. Wollen Sie irgendwo hinfliegen? Nein, ich bin rein zufällig hier vorbeigekommen. Am Flughafen? Ja, ich meine, ich war zuerst bei Ihnen zu Hause, aber da hat keiner aufgemacht. Also, ich weiß ja auch nicht, ob das so in Ordnung ist, aber ich wollte Sie eigentlich nur wiedersehen. Ich finde das unglaublich. Guck mal, wie viele Leute an Weihnachten unterwegs sind. Ich habe gedacht, über die Feiertage wäre hier überhaupt nichts los. Weihnachten ist es hier immer am vollsten. Was ist denn da eigentlich drauf? Pastrami. Pastrami. Finde ich gut. Pastrami ist lecker. Im Grunde genommen ist es eine Schande. Weihnachten sollte man doch bei seiner Familie sein oder sich ein bisschen auf die faule Haut legen. Oder ein Wurstbrot essen, Pastrami mit irgendjemandem. Weihnachten verreisen? Für mich der Horror. Kann man gar nicht vorstellen. Schlimmeres kann ich mir gar nicht vorstellen. Mir wird's ja ganz gut gefallen. Ja? Dann sind Sie so ein Abenteurer-Typ. Eigentlich war ich noch nie im Ausland. Nee. Ich auch nicht. Sind Sie aus dem Norden? Ja. Wieso hört man das? Es klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber... Ich wollte schon immer mal nach Afrika. Afrika. Meine Herren. Sie können mir übrigens richtig gut vorstellen in Afrika. So, auf so einer Safari, mit so einem Hut auf und einem Gewehr im Arm. Jetzt fragen Sie sich lustig über mich. Nein. Ich glaube, Sie wären eine gute Jägerin. Ich glaube, Sie haben ein ziemlich scharfes Auge. Was wollen Sie eigentlich? Jetzt verstehe ich die Frage nicht. Wissen Sie, ich habe kein Geld oder sowas. Ja, aber das... Ich wollte doch nicht... Ich hab's doch nicht deswegen an... Ich glaube, Sie müssen wieder zurück zur Arbeit. Hätten Sie heute Abend Lust, zu mir zum Essen zu kommen? Ich hab auch ein paar Freunde eingeladen. Oh ja, das wäre ja große Klasse. Das wäre noch besser als das hier.
Meine Herren, Sie sehen aber toll aus. Dankeschön. Bin ich zu spät? Sind die anderen schon da? Ach, Sie, die anderen konnten leider nicht kommen. Ach. Soll ich reinkommen? Ich hab's ein bisschen anbrennen lassen. Ich werde versuchen, dich am Boden zu kratzen. Sie machen immer diese kleinen verrückten Witzchen. Das sieht alles so toll aus, so lecker. Übrigens, Entschuldigung. Das ist das erste warme Essen, das mir nicht zum Mitnehmen eingepackt wird. Was ist? Sie sind so leicht zufriedenzustellen. Ja, Sie sind aber auch nicht gerade ein Kind von Traurigkeit. Oh, jetzt habe ich die Butter vergessen. Oh ja, Butter. Soße. Boah, richtig dicke braune Soße. Meine Herren, Sie waren ja doch in Afrika. Das ist meine Mutter. Das war eine schöne Frau. Wohnt die hier in der Nähe? Mhm. Als sie noch gelebt hat. Oh, das tut mir leid. Ach, was soll man da machen? Oh, Alter. So ist das Leben. Ja. Ich nehme zuerst ein bisschen Butter auf die Kartoffeln. Mach ich mal ganz gerne. Bevor ich die Soße drin mache. Und manch das dann so. Mit der Soße und dem Rotkohl ineinander. Ich meine, in einem Magen kommt dann doch alles zusammen, aber das schmeckt einfach besser, wenn man das vorher so richtig ineinander drückt. Wissen Sie? Was ist denn das für ein Fleisch? Ah, ich weiß. Schweinefleisch hell, Rindfleisch rot. So kann man sich das merken, so habe ich mir das gemerkt. Und ich sag noch damals zu diesem Schichtführer, also dieser Vorarbeiter, der mich mal fast zum Grillen eingeladen hätte. Ich sag, Gerd, du musst dich bald um einen neuen Mann kümmern. Der gute Eddie, der wird nämlich Busfahrer. Und das Gesicht von dem, das hätten Sie mal sehen sollen. Der hat mich angeguckt wie einen völligen Idioten. So nach dem Motto, jetzt wird er auch noch größenwahnsinnig, der alte Eddie. Aber das ist schon ein Hammer. Die Leute, die sehen in einem immer nur das, was sie sehen wollen. Das geht das ganze Leben so. Waren Sie eigentlich mal verheiratet? Brauchen Sie irgendwie Hilfe in der Küche? Nein, danke, geht schon. Das Wasser kocht gleich. Haben Sie Lust, nachher noch irgendwas zu machen? Weiß nicht. Es sei denn, Sie hätten Lust, mit mir in die Oper zu gehen. Da war ich nämlich noch nie. Wir müssen allerdings noch ein Ticket für Sie besorgen. Wenn Sie den Zucker suchen, der ist hier. Ah ja, danke. Der ist aber gut stark. Ich weiß was Besseres als die Oper. Aber die Dinger hier drüben, die müssen wir unbedingt noch ausprobieren. Die sind total klasse. Aber hier sind so viele Leute. Ja, aber da sind noch zwei Plätze frei. Ich mache mich doch nur lächerlich. Nein, Sie müssen einfach in meiner Nähe bleiben. In meiner Nähe kann man sich gar nicht lächerlich machen. Außerdem kennt sie hier noch gar keiner. So Leute, jetzt mach mal Platz da. Jetzt kommen die Warenkönner. Gibt's doch gar nicht. Sie sind ja schon am Pitstand vorbei. Wann haben Sie mich denn überholt? Keine Ahnung, aber wir müssen aufpassen. Der Typ da drüben, der schlägt uns gerade beide. So geht's aber nicht hier. Vollgas. Und, jetzt halt.
Scheiß Servolenkung. Sie waren echt noch nie in sowas drin? Haben sowas noch nie gespielt? Finde ich irre. Eigentlich habe ich noch nie viel gemacht. Meine Mutter war da ganz anders. Die war sogar mal auf Weltreise, als sie ganz jung war. Davon hat sie immer erzählt. Besonders von Afrika. Und dann ist sie krank geworden und dann habe ich mich um sie gekümmert, viele Jahre lang. Aber es hat mir nie was ausgemacht. Ich hatte jeden Morgen einen Grund aufzustehen. Naja, und dann ist sie gestorben und dann habe ich mir gedacht, das ist gut, Anna, jetzt hast du dein Leben wieder zurück. Nur, dass man dann genau wissen muss, was man damit anfangen will, verstehen Sie? Ja, aber dafür können Sie so Sachen machen wie heute Abend. Mit Freunden ausgehen und... Hat Spaß gemacht. Ja, fand ich nämlich auch. Hat richtig Spaß gemacht, oder? Wollen wir uns nicht duzen? Wollen wir nicht einfach du sagen? Ich heiße Eduard, also meine Freunde sagen natürlich Eddie. Alles klar. Eddie. Anna. Danke für den schönen Abend. Ja, war ein schöner Abend, oder? War doch richtig schön. Ja. Ich fand's auch richtig schön. War ein richtig schöner Abend. Sag mal, du gehst doch jetzt schlafen, oder? Warum? Sehen wir uns morgen? Vielleicht. Fröhliche Weihnachten, Eddie. Ja, fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten.
Davon sagst du ihr aber nichts. Aber Mark könnte einen Namen nicht schaden. Hoffentlich ist sie den Ärger wert, Mann. Keine Sorge. Nicht schlapp machen, Frau Blank. Hallöchen. Ich hab's wieder nach Hause geschafft. Gefällt's Ihnen? Ich hab's in Venedig gekauft, auf der Straße. Können Sie sich das vorstellen? So eine echte Gucci-Imitation, glaube ich. Ach, der Flug war sehr schön. Danke. Ich meine, das Flugzeug hat zwar ein bisschen gewackelt und ich gebe auch zu, ich war ein bisschen nervös, aber mein Schutzengel hat mich doch wieder nach Hause gebracht. Ja, sie sagt Ihnen ja, man kann sich auf ihn verlassen. Also, bis zum nächsten Mal. Ich glaube, ich werde Griechenland ausprobieren. Ich liebe dieses Baklava. Ich werde nächstes Jahr nicht mehr da sein. Ach, wirklich? Wie schade. Ziehen Sie weg? Kann man so sagen. Tja, dann viel Glück. Sie werden mir fehlen. Und habt ihr schöne Weihnachten gehabt? Ich hatte echt super klasse Feiertage. Ach ja? Hatte der Weihnachtsmann endlich einen Job geschenkt oder was? Nee, viel besser. Ich habe eine richtig wunderschöne Frau kennengelernt. Ah ja? Wie lange hat es denn gedauert, die aufzublasen? Da lache ich dann drüber, wenn ich mal richtig viel Zeit habe. Hey, habt ihr gehört? Unser Eddie hat gestern eine Alte aufgerissen. Genau, für 200 Mark die Stunde. Spinnst du oder was? Für ihn wird es doch klar das Doppelte verlangen. Vielleicht noch sind wir zu Weihnachten ins Sonnenhaus. Ja, das war gestern die Fick den fetten Typenwoche unten in der Kallenstraße. Hallo, unser Eddie. Ja, aber irgendwie steige ich bei ihm nie ganz dahinter. Schatka, Schatka! Ja! Hey, ihr Penner, lass doch endlich mal die Frau in Ruhe! Du bist doch der Penner hier! Na, Weihnachten überlebt? Ja, ich war zum Essen eingeladen. Rinderbraten mit Rotkohl. Lecker, könnte ich mich reinlegen. Sagen Sie, ist das Bauernwalzen alle heute? Ja, ist aus. Dann nehme ich zwei von den Hörnchen hier. Ich habe jetzt auch mal den Dostojewski gelesen. Ach nee. Ja, kann ich dir helfen bei dem Referat-Dingsbums. Referat. Ja. Kannst du mir alles fragen, ich weiß Bescheid. Das ist ein Warnsatz dabei, der heißt, wenn ich schon nicht besser bin als die anderen, dann bin ich zumindest größer. Anders. Ja. Danke. Ich und dafür darfst du gleich bestellen. Danke, klasse, prima. Ja, das finde ich auch. Dann gib mir noch einen von diesen Weihnachtskeksen da. Und ein Tässchen Kaffee. Oh, danke. Jetzt aber. Ja. Bitte? Ich möchte nur drei Mohnbrötchen haben. Sag mal, müsstest du heute nicht eigentlich in der Schule sein? Das sind doch Ferien, Eddie. 2:10. Ach so. Danke. Nur, dass du dein Abitur dann auch schaffst, weißt du, dass du hinterher studieren kannst. Ich wollte dir damit auch fast mittlere Reife machen. Ja, Eddie, ich werde studieren. Was hast du denn zu Weihnachten gekriegt? Rollerblades. Bitte? Oh, die sind aber gefährlich. Da kannst du sämtliche Knochen im Leib mitbrechen, weißt du? Meine Güte, du klingst echt wie mein Vater. Noch einen Kaffee? Hm?
Schmeckt ein bisschen wie von gestern. Deshalb sind die doch auch im Sonderangebot. Ich meine den Kaffee. Ach so. Ich brühe den neuen auf. Oh ja. Und, was hat der Weihnachtsmann dir gebracht? Nur Gutes. Ist total verrückt. Du lebst so vor dich hin. Ist eigentlich ein Tag wie jeder andere. Und auf einmal, boing, fällt dir was richtig Gutes in den Schoß. Und man fragt sich natürlich, womit hast du denn das verdient? Und wahrscheinlich ist irgendwann jeder mal dran. Philipp! Hey, Kleine. Na, du? Ist das der neue Liebhaber? Du bist so doof. So ein bisschen Gesellschaft kann ja nicht schaden. Da ist was dran. Wollen wir heute Abend mal wieder was machen? Außer Oper und Kino? Ah, danke, lecker. So, bitte sehr. Ich habe ihm sogar eine extra Kirsche rausgeleiert. Aber ich glaube, ich bleib lieber beim Bier. Ich komme mit der Farbe einfach nicht klar. Horst, Sie finden es klasse. Sag mal, ich habe mal so ein bisschen nachgedacht. Warst du eigentlich schon mal im Deutschen Museum in München? Da ist nämlich im Moment eine ungeheuer interessante Ausstellung, und zwar über die Wiederverwertung von Müll durch die Jahrhunderte. Steigst du einfach in den Zug, schubst, bist du da. Ich glaube nicht, dass ich dafür Zeit habe. Wieso nimmst du einfach ein bisschen frei? Das geht nicht, da gibt's was, was ich tun muss. Ja, aber muss doch nicht sofort sein, oder? Doch, ich will's endlich hinter mich bringen. Anna, ich habe sowas noch nie zu einer Frau gesagt, aber jetzt muss es sein. Du solltest die mal so richtig besaufen. Was macht deine Freundin? Was schlägt sie denn gestern Nacht, hä? Breitband hier im Schaufenster. Ich sitze immer wieder von Neuem mit Ihnen versucht. Aber jedes Mal, wenn wir Ihnen eine Arbeitsstelle vermittelt haben, völliges Desinteresse, ständiges Zu-spät-Kommen. Das heißt, wenn Sie sich denn überhaupt haben blicken lassen. Obwohl, das kann man ja so auch nicht sagen, weil das ist ja alles ganz anders, als wenn ich erstmal Busfahrer bin. Ja, und genau darüber wollte ich ja mit Ihnen sprechen. Sie haben nämlich die letzten beiden Fahrstunden versäumt. Wenn das nochmal passiert, dann ist es vorbei mit dem Traum. Ist Ihnen das eigentlich klar? Ja, ja. Ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Das ist wie, ich wach morgens ganz normal auf und dann kann ich auf einmal die blauen Socken nicht mehr von den schwarzen Socken unterscheiden. Und dann denke ich auf einmal, das ist doch so kein guter Tag, um vor die Tür zu gehen. Das ist alles gar nicht so einfach, das ist alles ziemlich schwer. Aber wir anderen schaffen das doch auch. Ja. Ja, aber das wird so alles anders, wenn ich Busfahrer bin. Warum? Weil dann bin ich auf der Straße, dann muss ich mich konzentrieren. Dann habe ich Verantwortung. Ja, aber dafür müssen Sie erstmal Busfahrer werden. Wäre super toll, wenn Sie mir zur Abwechslung mal so richtig schön Mut machen könnten. Ich will doch nur verhindern, dass Sie sich dann irgendwas reinfantasieren. Außerdem, ich weiß gar nicht, warum Sie glauben, dass eine Arbeitsstelle als Busfahrer alles ändern sollte. Weil Sie müssen erst recht morgens die richtigen Socken anziehen. Kopf hoch. Jetzt fallen Sie heute Abend erstmal richtig schön ins neue Jahr rein und dann sehen wir weiter. Prost, Neuer.
rein. Weißt du, das ist eine Spielhalle mit diesem riesengroßen Hubschrauber. Ich glaube, wenn man da drin ist, das muss so sein wie echt fliegen. Hey, hast du was in den Augen oder was? Eddie, das musst du dir angucken. Die sieht aus wie eine Brezel. Wie macht die das nur? Hätte wahrscheinlich keine Probleme, sich am Rücken zu kratzen. Komm, das will ich mir angucken. Anna, heute ist Silvester, da wollen wir ein richtig gutes Lokal aussuchen. Hä? Oh, Eddie, das ist ein richtig gutes Lokal. Anna, ich glaube, das ist kein gutes Lokal für dich. Eddie, bitte, ich habe noch nie eine Schlangenfrau gesehen, das wird bestimmt lustig. Anna, ich glaube, die meisten Leute sind nackt da drin. Du sagst doch immer, ich soll was Neues ausprobieren. Außerdem bist du ja bei mir. Was kann mir da schon passieren? Für zwei Personen. Was kostet der Spaß? Mal 50 Mark. Sie sind ein sehr, sehr kranker Clown. Danke. Ich hätte dich da nie mit reinnehmen dürfen. Nie. Ist schon in Ordnung. Hat sogar Spaß gemacht. Ja? Außerdem hast du mich beschützt. Das fand ich irgendwie schön. Komm, du frierst ja hier. Lause kalt geworden. So. Ich würde dir gerne was zeigen. Bitte einsteigen, Plätze einnehmen, Türen schließen. Ist verrückt, oder? Ja, das ist mein Arbeitsgerät. Oder mein zweites Zuhause, könnte man sagen. Hart, aber ehrlich erkämpft. Wird mir heute noch schwindelig, wenn ich an meine Prüfung dabei denke. Ich habe doch diese Links-Rechts-Schwäche. Also ich kann links und rechts manchmal ganz schwer unterscheiden. Und das ist natürlich für einen Busfahrer ziemlich scheiße. Und was hast du dann gemacht? Trick. Ich habe mir die Prüfungsstrecke ganz genau angeguckt, jede Ecke, jede Kurve. Und bin dann wochenlang mit dem Fahrrad heimlich in den Prüfungsbus hergefahren. Hat kein Mensch gemerkt. Sag mal. Hast du Lust auf eine kleine Spritztour? Alles klar, ich muss mich nur so ein bisschen orientieren hier. Ist nämlich nicht meine Standardstrecke. Lass uns doch langsam wieder umdrehen. Wir können das doch mal machen, wenn es abends länger hell ist. Hm? Echt? Ich dachte, du hast dann keine Zeit mehr. Lass es mal meine Sorge sein.
Ich glaube, du musst jetzt rechts abbiegen. Rechts. Alles klar. Rechts. Nein, rechts! Tut mir leid, ich krieg's einfach nicht auseinandergehalten. Ich weiß auch nicht warum. Eddie? Gib mir mal deine Hand. So. Jetzt denkst du einfach Ring und rechts. Dann kann dir nichts passieren. Ja klar. Ring rechts. Im Bus haben wir sogar drei Bremsen. Hier ist die Federkern, also die Federspeicherbremse, ganz normale Handbremse, damit der Bus nicht wegrollen kann. Und gib mal dein Füßchen. Da unten ist ganz normal Fußbremse. Und hier, ganz großer Trick, eine Haltestellenbremse. Wenn der Fuß mal wegrutschen sollte, kann nichts passieren, dass der Bus da nicht rollt, weißt du? Kannst du die auseinanderhalten? Ja. Und ein Trick muss ich dir zeigen. Rutsch mal ein Stückchen. Da muss ich da mal da hinten. Merkst du? Ja? Das ist, damit es lecker warm wird, wenn es draußen kalt ist. Und der Knopf da unten, der ist für da oben. Bleib einfach rechts, wie auf der Straße. Bestellt, oder? Frohes neues Jahr. Dir auch, Eddie.
Rami, das macht mein Freund auch so gerne. Trinken Sie noch was dazu, vielleicht ein Wasser oder einen Orangensaft? Ich würde einen Orangensaft trinken, der hat mehr Vitamine. Macht genau 10 Mark. Geht's ein bisschen flotter an der Kasse? Kein Problem, Frau Rupp. Hallo, Sie sind ja wieder zurück. Und Sie sind noch da? Ja. Wo gehst du denn diesmal hin? Ja, nach Athen. Und ich kann es kaum erwarten. Ich mache mir nicht mal Sorgen wegen des Smogs. Das ist eine gute Idee. Ah ja, ich weiß natürlich, sie passt nicht zu meinem Schal, aber trotzdem. Sie müssen mir unbedingt mal was verraten. Sie machen immer diese weiten Reisen und kommen schon nach ein paar Tagen wieder zurück. Wollen Sie niemals länger bleiben? Nein, mehr Zeit brauche ich nicht. Hauptsache ist, ich kann sagen, dass ich schon einmal da war. Läuft alles gut für Sie? Ja. Sieht ja so aus, als würden Sie anfangen, ein bisschen zu glauben. Könnte man so sagen. Herr Schmidt, das ist es. Ihre letzte Chance. Entweder Sie nehmen den Job oder Sozialhilfe. Ich habe doch schon einen Termin für die Fahrprüfung. Verschonen Sie mich, ja? Keine Scheinwelten mehr. Sie haben doch viel zu viele Fahrstunden verpasst. Sie denken, ich spinne wieder, ja? Hier, da. Da steht's. Morgen, 15.30 Uhr, Busbahnhof Zentrum, Prüfung für Personenbeförderung, Schein für Linienbusfahrer. Ja, dann machen Sie Ihre Prüfung. In Gottes Namen. In meine Scheißnähe kommt, dann drehe ich euch verdammte Scheiße noch mal euren Scheißhals um. Kapiert? Mama! Ja, das stimmt. Ich hatte veranlasst, dass mein Telefonanschluss am Donnerstag abgestellt wird, aber ich würde das so gerne rückgängig machen. Das geht? Oh, das ist ja klasse. Oh, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, tschüss. Wir machen gleich zu, Eddie. Ach komm, auf ein Tässchen Kaffee hast du bestimmt noch Zeit. Na gut, kannst ihn ja trinken, während ich sauber mache. Ah, ist sogar fast noch warm. Sag mal, was hast du denn da gemacht? Das tut nicht weh. Brauchst du Milch? Wie ist denn das passiert? Sag bloß nicht, das war dieser Typ. Gut, dann sage ich es dir halt nicht. So, was findest du denn an so einem? Der ist halt einfach manchmal ein bisschen spaced. Ich meine, ich glaube, das war sowieso meine Schuld. Der ist Musiker, ein ziemlich sensibler Typ. Warum bist du mit so einem zusammen? Keine Ahnung. Er hat eine gute Stimme. Wir sehen uns später hier unten. Ciao, ciao. 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 Ich glaube, wir beide sollten uns mal unterhalten. Was ist dein Problem, du Scheißpenner, hä? So, du Hosenscheißer.
Wenn du noch einmal deine Hand gegen die Kleine hebst, dann hast du bald keine Hand mehr zum Arsch abwischen. Und den Arsch kannst du auch vergessen. Ist das klar? Kennst du das hier? Dafür kaufst du ein paar Blümchen. Und wenn ich mitkriege, du hast ja keine Blümchen gekauft, dann komme ich wieder und die beiden kriegen richtig Ärger. Hast du mich verstanden? Hast mich verstanden. Was glotzt ihr denn so scheiße? Nächster Halt, Schmiedestraße. Sie können ruhig ein bisschen schneller fahren, Herr Schmidt. Ja, mach ich. Nächster Halt, Gerd Schwemmleweg. Vorsicht, bitte beim Aussteigen. Haben Sie einen schönen Tag. Es war schön, Sie als Passagiere zu haben. Grüßen Sie bitte von mir zu Hause. Ist ja gut, Herr Schmidt. Und wieder zu. Biegen Sie dann an der Bachstraße nach rechts ein. Wir schauen uns mal an, wie Sie einen platten Reifen handhaben. Vorne dann wieder links. Mann, was machen Sie denn da? Schauen Sie auf die Straße. Oh je. Na dann. Ist irgendwas? Nee. War irgendwas bei der Arbeit? Nee. Nee, mir gehen nur so verschiedene Dinge im Kopf rum. Reini, echt, 4 kaputte Waschmaschinen. Es geht mir langsam auf die Nerven. Was gebe ich darum, wenn ich eine eigene hätte? Du, ich habe sogar eine gesehen, die war super günstig. Ich meine, wir könnten noch zusammenlegen. Ich meine, wir könnten uns die Raten teilen, dann könnten wir immer zusammen waschen. Das wäre doch klasse. Keine so gute Idee? Weißt du, es gibt ein paar Sachen, die ich dir erzählen müsste.
Komm mal mit. Komm mit. Hi, Annie. Kaffee? Nee, danke. Hab uns schon zwei genommen. Danke. Guck mal, was mir mein Freund geschenkt hat. Süß was. Guck mal einer an. Ich weiß ja auch nicht, was der sich da im Moment so einschmeißt, aber ich hoffe, dass er noch mehr davon nimmt. Ja, der soll sich mal besser gar nichts einschmeißen, sonst schmeiß ich ihm nur was ein. Ja, irgendwann muss der mal. Also, Anna. Tina, Anna, ja. Hallo. Schön für dich, Eddie. Und für dich, Anna. Ja. Ich habe Kundschaft. Ist sie nicht süß? Sie ist doch süß, oder? Ist echt süß. 1,70 bitte. Ja. Danke. Hm. Weißt du, warum, was ich da eigentlich erklären, also ich meine, was ich dir erzählen wollte. Ich meine, warum wir hier, also, Tina, mein Lieber. 3 Mark, bitte. Tschüss. Hallo, mein Schatz. Kannst du das gleich mal anprobieren? Wenn das wieder nicht passt, dann bringe ich es gleich zurück. Mama. Na was denn? Du bist doch nicht das einzige Mädchen, das so eine Unterwäsche trägt. Ich sei froh, dass du... Bitte. Ja, und wann wirst du zu Hause sein? 5 Mark, bitte. Eddie, ist alles okay? Klar. Was wolltest du mir denn sagen? Ist nicht mehr so wichtig. Ich weiß genau, was du da für ein Spielchen treibst. Und ich will, dass das sofort aufhört. Wieso? Was habe ich denn gemacht? Wie lange kommst du schon hierher? Du hast kein Recht. Ja, und ob ich ein Recht habe? Du hast und kein Recht. Sie muss dich nicht kennenlernen, Eddie. Wir sind sehr gut ohne dich klargekommen. Ich habe dir schon mal gesagt, ich hole die Polizei. Wahrscheinlich wissen die sogar noch, wer du bist. Ich glaube, das ist besser, wenn wir uns nicht mehr sehen. Was? Eddie, was ist nur los mit dir? Ja, guck mich doch mal an. Ich glaube, du bist besser dran ohne einen Kerl wie mich. Eddie. Das ist doch wahr. Du kannst doch nicht mit einem Kerl zusammen sein, der schon mal seine eigene Frau geschlagen hat. Und der Tochter hat dich nicht mal weiß, dass er ihr Vater ist. Ist doch gar kein richtiger Mann, sowas. Was sagst du denn da? Ja, lass uns doch mal die Tatsachen sehen, wie sie sind. Ich bin nicht gut für dich. Eddie. Komm, hör auf, das hat keinen Sinn. Hallo. Wie war es in Griechenland? Ach, es war schon wunderschön. Es war, naja, also das Baklava war eigentlich zu trocken. Es war nicht das, was ich erwartet hatte. Wann passiert schon mal das, was man erwartet? Waren Sie eigentlich schon mal in Afrika? Frau Blank, wie kommen Sie eigentlich dazu, einfach Ihre Kasse zu verlassen? Was sitzen Sie hier noch rum? Na los, gehen Sie rüber. Entschuldigung, aber ich bin hier mit einer Freundin. Keine Privatgespräche bei der Arbeit, das wissen Sie doch. Tut mir leid, aber ich habe doch noch nie... Frau Blank, jetzt machen Sie hier nicht so einen Aufstand, sondern gehen Sie rüber an Ihre Arbeit.
Gut. Ich sag's mal so. Ich kündige. Horst? Ja, was möchten Sie trinken? Nichts, danke schön. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an mich erinnern. Ich bin Anna, Eddies Freundin. Ah ja, was gibt's denn? Haben Sie ihn gesehen? Ich meine, weil Sie doch Freunde sind. Freunde? Jetzt machen Sie mal einen Punkt, ich kenne ihn doch kaum. Noch einen Korn? Ja, schön, schon mal. Es ist nämlich so. Ich war in seiner Wohnung und da hat er sich wohl schon seit längerer Zeit nicht mehr blicken lassen. Jedenfalls seine Vermieterin hat mir gesagt, dass er ihr noch eine Menge Geld schuldet. Ich verstehe das nicht. Er hat doch Arbeit. Was? Als Busfahrer oder was? Meine Fresse. Wir haben ja gar keine Ahnung. Den Job hat er noch nie gehabt. Was hat er Ihnen noch für Märchen erzählt? Hey, Anna, oder? Nehmen Sie meinen Rat und vergessen Sie mal den Typen. Der ist es nur wirklich nicht wert. Ist in Ordnung, Maine? Ja. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich glaube nicht, dass du das kannst. Ich habe nämlich was verloren. Ach. Ich habe auch mal was verloren. Mein Fahrrad. Naja, eigentlich hat es dieser andere Junge einfach genommen. Das tut mir leid. Auch, ich bin dann einfach zu meinem Vater gegangen und habe ihm erzählt, dass Paul mir mein Fahrrad gestohlen hat. Und wissen Sie, was er da gesagt hat? Nein. Geh hin und hol's dir zurück. Das hat er gesagt. Und dann bin ich hingegangen und hab's mir zurückgeholt. Ganz einfach.
Hallo. Wie geht's dir? Besser jetzt. Du hast mir gefehlt. Ja. Ich hab ein bisschen geschlafen. Eddie, du magst doch gar kein Bier in Dosen. Ach, so ein bisschen Mut antrinken geht's ganz gut runter. Mut wofür? Ja, zum Beispiel, um morgens überhaupt aufzustehen, sag ich mal. Entschuldigung, ich pendel zurzeit so ein bisschen hin und her, mal hier, mal da. Hab ich mitgekriegt. Du hättest mir doch ruhig erzählen können, dass du Geldprobleme hast. Wir hätten doch gar nicht in all die teuren Lokale gehen müssen. Wieso hat das Spaß gemacht? Ich fand's schön. War die beste Zeit, die ich seit Jahren gehabt habe. Ich dachte, ich krieg die ganze Chose irgendwie auf die Reihe. Ich finde einen neuen Job, alles kein Problem, alles easy. Überhaupt kein Problem. Jetzt kann ich nicht mal Martina ein bisschen Geld zustecken. Du könntest doch erst einmal bei mir wohnen, wenn du willst. Guck mal. Ich habe einen neuen Job. Im Kaufhaus am Wasserturm. Wie, du hast im Flughafen gekündigt? Ja. Ungefähr 10 Jahre zu spät. Und weißt du, was ich dir sagen wollte? Ohne dich hätte ich das nie gekonnt. Ich meine, mich würde es doch gar nicht mehr geben, wenn du nicht. Der Punkt ist, du hast mein Leben verändert. Ich weiß nicht, warum du es jetzt nicht zulässt, dass ich deins verändere. Den Job. Den solltest du dir wirklich nicht antun. Hast du dir mal überlegt, eine Fahrprüfung zu machen? Ist ja eigentlich klar, was man dafür auf dem Kasten haben muss. Dass man dafür Nerven braucht wie Drahtseile. Guck mich mal an, ich bin ein Hohlkopf. Nein, das bist du nicht. Ich weiß, dass du das kannst. Ja, habe ich auch mal gedacht. Eddie. Anna, ich glaube, du hast es immer noch nicht verstanden. Ich krieg keine Arbeitslosenhilfe mehr. Ich lebe von Sozialhilfe. Ich habe keine Wohnung. Ich bin ein Penner, Anna. Weiter runter geht's überhaupt nicht mehr. Und was willst du jetzt machen? Aufgeben? Hab ich doch schon längst. Das, was du damals forderst, war genau die richtige Idee. Nein, das stimmt nicht! Tu mir einen Gefallen und geh jetzt, ja? Nein, ich geh nirgendwo hin. Komm, sei ein Kumpel. Lass mich alleine. Eddie, das willst du doch gar nicht. Anna, hau ab! Irgendwo da draußen, da findest du schon jemanden, der besser zu dir passt als ich. Ich will niemanden besser und ich will dich! Ja, wofür denn? Weißt du, worüber ich mir in den letzten Jahren den Kopf zerbrochen habe? Ich habe immer versucht rauszufinden, warum ich den Leuten so eine Scheiße erzähle. Warum ich so viel Blödsinn erzähle über meine Jobs, über mich. Ja, und dann beim Nachdenken ist mir auf einmal aufgefallen, ist überhaupt nichts Neues, war immer schon so. So wie damals bei Sabine. Du kannst dich auf den Kopf stellen, du kannst mit den Füßen wackeln, du kannst machen, was du willst. Wenn der andere dich nicht mag, dann mag er dich nicht. Und irgendwann, dann rutscht dir die Hand aus. Verstehst du? Am liebsten möchtest du dir selber in die Fresse schlagen. Weil du einfach nicht so sein kannst, wie der andere dich will. Guck mich da an. Wer soll mich denn mögen, so wie ich bin? Ich. Eddie, du hast ganz genau gewusst, was ich vorhatte. Und du hast alles versucht, das zu verhindern. Du bist mein Schutzengel. Jetzt lass mich dein Schutzengel sein. Schutzengel?
Gibt's denn überhaupt Schutzengel? Wie können Sie sich das vorstellen? Ich meine, es ist halt nichts Besonderes, aber wenn Sie mich kennen würden. Ja, stimmt. Da ist es jetzt besonders schön. Da ist nämlich immer noch Sommer. Schade ist nur, dass mein Partner nicht mitfahren kann, weil die keine Rabatte geben im Reisebüro. Oh, Entschuldigung, Sie müssen ja arbeiten. Das tut mir wirklich leid. Halt, Moment, halt, halt! Ich brauche noch die Nummer von der Fluginformation. Ja. Am Ende 5? Okay. Ja, danke vielmals. Danke. Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Auch eine schöne Reise. Nein, es tut mir leid. Tschüss. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Monatskarte, sehe ich, danke. Morgen. 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 Ja, Sie können am Stadtpark aussteigen, ja? Danke. Morgen. Augenblick, ich helfe Ihnen da. Hey. Was ist denn da passiert? Kleiner Unfall beim Rollerbläden. Jetzt komm ja nicht damit, dass du es mir eh gesagt hast. Ich sage überhaupt nichts. Das ist ja komisch, ich wusste ja gar nicht, dass du hier... Ja. Oh, ich hatte alle Augen. Morgen. Am besten setzt du dich hier vorne hin. Da kannst du nämlich das Bein hochlegen. Ja, so, Vorsicht. So, und jetzt kannst du es hier schön ausstrecken. Und wenn ich Sie alle bitten dürfte, nachher den hinteren Ausgang zu benutzen, ja, danke. Und du solltest eine etwas ungefährlichere Sportart aussuchen. Du redest echt wie mein Vater. Nächste Haltestelle, Stadtpark. Herrlich. Scheiße! Ah! Madame, Ihre Limousine wartet. Witzig. Man weiß doch vorher nie, wen man trifft auf der Reise. Ist der schwer? Ist da eine Leiche drin? Du, wollen wir uns nicht lieber hier verabschieden? Eddie, vielleicht kriegst du noch einen Strafzettel. Alle Passagiere von Lufthansa Flug 1. Bist du aufgeregt? Bist nicht nervös, oder? Nein. Haushalt habe ich ja jetzt im Griff. Staubsaugen kann ich auch. Mach dir keine Sorgen. Ich mach mir keine Sorgen. Und ich hole dich ab, wenn du zurückkommst, ja? Wenn du länger bleiben willst, dann rufst du mich an. Ja? Mach dir keine Sorgen. Ich mach mir keine Sorgen. Und schreib mal, wie es da so ist, ja, was zu essen gibt. Und wenn irgendwas auf dem Teller liegt, was du nicht kennst, lass einfach liegen. Eddie. Ja, ja, ich weiß. Es wäre so toll, wie du mitfliegen könntest. Beim nächsten Mal, ja? Einverstanden? Ich muss los jetzt. Ja. Ich komme zurück mit einem großen Knochen in der Nase. Ey. Eddie, das war ein Witz. Ja. Ausgang B90.
doch im Flugzeug. Ich liebe dich. Ja, ich dich auch. Aber dein Flugzeug. Das kann warten. Bis wir es richtig machen können. Zusammen. Ja. Zusammen. Entspann dich, ich rauch nicht auf Lunge. Lufthansa-Flug 125 nach Nairobi. Das Flugzeug ist nun zum Einsteigen bereit. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest. Hallo Kinder! Ja. Bitte halten Sie Ihre Bordkarten bereit. Wir beginnen mit den Fluggästen, die mit Kindern reisen. Dies ist der letzte Aufruf für Lufthansa-Flug 125 nach Nairobi. Einfach bis wir im Flugzeug was zu essen kriegen. Ich glaub schon nicht, dass das Essen da besser ist. 24 Mark für zwei miese kleine Wurstbrote. Danke, Schatz. Und hör auf zu maulen, ja? Ich weiß, ich bin völlig verrückt, aber ich liebe das Essen auf Flughäfen und den Flugzeugen. Ich fliege nach Italien. Venedig. Waren Sie da schon mal? Och, da müssen Sie unbedingt mal hin. Es ist so romantisch. Ich meine, ich verlaufe mich da zwar dauernd, aber ich könnte mir schlimmere Orte vorstellen, an denen man sich verläuft. Wissen Sie, eigentlich hatte ich früher immer Angst vorm Fliegen. Also wie Sie diese riesigen Dinger da in der Luft halten, das mir völlig schleierhaft. Aber jetzt lehne ich mich einfach entspannt zurück, weil ich weiß, dass mein Schutzengel mich sicher nach Hause bringt. Sie glauben nicht an Schutzengel? Na ja, sollten Sie aber vielleicht. Die glauben nämlich an Sie.
geht's vielleicht hier irgendwann mal weiter. Nur mal nicht einschlafen hier, ja? Wurde aber auch Zeit. Jetzt müssen wir nur noch schnell genug essen. Ich hätte gerne eine Telefonnummer hier in Mannheim, vom Kaufhaus am Wasserturm. Ja, ich weiß, dass Sie zu haben, aber ich brauche Sie trotzdem, wegen der Sonderangebote nach Weihnachten. 552, ich habe es aufgeschrieben. Sie haben sicherlich die Weihnachtsschicht abbekommen. Da wird Ihre Familie ganz traurig sein. Ich hoffe sehr, dass Sie zur Bescherung wieder... Sie haben sicherlich eine Menge Anrufe heute. Ich wünsche Ihnen auch schöne Weihnachten. Ich hätte gerne eine Karte. Können Sie nicht lesen? Es ist Heiligabend, da gibt es keine Abendvorstellung. Wollen Sie etwa auch ins Kino? Ja. Mann, Leute. Habt ihr denn kein Zuhause? Das ist aber kein Grund, so unfreundlich zu werden. Vor allem der Dame gegenüber. Tut mir leid, trotzdem schöne Weihnachten noch. Schöne Weihnachten. Papa, ich hab den Carrera-Button. Du kriegst eine Puppe. Du Idiot. Hallo. Hallo.
Meine Herren, das ist vielleicht ein Idiot. Ja, schade um den Film. Hab ihn schon mal gesehen im Fernsehen. Ja, aber so richtig im Kino? Das ist schon nochmal was anderes. Also, ich möchte mich ja nicht aufdrängen, aber ich heiße Eddie.